Innovation in der Energiegewinnung aus Eberswalde. Volkswagen als namhafter Partner mit an Bord. Zusammen mit Dr. Jan König besuchte Bürgermeister Götz Herrmann vergangene Woche das Unternehmen Enerkite auf dem Kranbaugelände in der Hegermühler Straße. Ziel war eine Präsentation, wie das Unternehmen aus der Luft Energie gewinnen möchte. Wir waren mit vor Ort und erhielten einen Einblick in die Gespräche sowie auch in den Forschungs- und Fertigungsprozess. Da das Unternehmen auf eine geschützte Technologie setzt, durften Detailaufnahmen allerdings nicht angefertigt werden. Das Thema ist spannend, unterstreicht es nicht nur den Nachhaltigkeitsgedanken von Eberswalde, es zeigt auch die Innovationsfähigkeit der Waldstadt. Denn bereits in der Vergangenheit kamen innovative und zukunftsorientierte Technologien direkt aus Eberswalde. Ein Besuch im Stadtmuseum gibt dir spannende Einblicke in die historischen Errungenschaften Eberswalder Entwickler. Das Team um den Bürgermeister zeigte sich sichtlich am Projekt Enerkite interessiert, das vom Geschäftsführer Florian Breipohl und Projektmanagerin Nicole Allgeier vorgestellt wurde. Anschließend ging es zusammen mit Angehörigen des Unternehmens in die Fertigungshalle. Hier zeigte das Personal, wie die Erzeugung grüner Energie passiere und gab einen Einblick in den Fertigungsprozess. Große Drachen möchte das Unternehmen in bis zu 300 Metern Höhe aufsteigen lassen und die dort durch Wind dargestellte kinetische oder auch Bewegungsenergie genannt, in nutzbare elektrische Energie umwandeln. Spezialisten tüfteln, schweißen und löten in der Zwischenzeit an einer effizienten Gewinnung von elektrischem Strom aus kinetischer Windenergie. 20 Mitarbeiter beherbergt das Unternehmen mittlerweile. Zusammen mit der Volkswagen-Tochter Volkswagen Group Charging GmbH, die Ladelösungen für elektrische Fahrzeuge entwickelt, steht an erster Stelle eine Machbarkeitsstudie. Wundern Sie sich deshalb nicht, wenn demnächst große Drachen von mobilen Fahrzeugeinheiten in den Himmel starten. Eine Einheit soll zukünftig bis zu 200 Haushalte mit Strom versorgen. Renommiert ist das Unternehmen jedoch jetzt schon. Wir behalten Enerkite im Blick und schauen, wie sich die Forschung an diesem innovativen Projekt in Eberswalde weiterentwickelt.